Hallo, mein Name ist Philipp, ich melde mich hier aus der Walhalla in Karlsruhe. Heute findet hier das Fernsehkritik-TV-Treffen statt und neben mir sitzt der Fernsehkritiker Holger Kreimeier. Mhm. Hallo Holger. Hallo. Was erwartet uns heute Abend hier? Ja, ach Gott, es gibt ein bisschen Live-Geschichten. Ich mache so ein Live kurz kommentiert und wir haben Hanno Penies hier zu Gast und mal gucken. Gab ja schon zwei andere Treffen im Vorfeld in ganz Deutschland und weiter sind geplant. Was ist denn da so Interessantes passiert bis jetzt? Ja, Freiberg war das erste. Da hatte ich Technik nicht funktioniert. Da war ziemlich katastrophal. Aber es war trotzdem sehr lustig. Also es war halt was ganz Neues für mich. Ich habe vorher sowas ja nie gemacht. Und der Mario war ja auch dabei. Das war ein sehr großer Saal, noch größer als der hier. Und insofern wirkte das alles so ein bisschen verloren. Mhm. Hingegen in Düsseldorf war es ein kleiner Musikclub. Und da waren weit mehr Leute, über 100, und dadurch wirkte es alles ein bisschen sehr enger und privater im Grunde genommen, intimer. Also Düsseldorf war schon sehr nett, okay. Aber Freiberg auch. Und heute natürlich. Und heute auch, natürlich. Also heute wird der Höhepunkt, das ist klar. Natürlich. Vor 10 Tagen hast du noch das Ende von 9 Live gefeiert. Glaubst du persönlich, dass das jetzt endlich das Ende ist von der Call-In-Abzocke, oder glaubst du, dass diese Plage noch nicht endgültig besiegt ist? Na, vorerst ja. Also vorerst ist das Thema erstmal durch. Vielleicht werden sie es in 3, 4, 5 Jahren mal wieder probieren. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, aber momentan ist es erstmal beseitigt, das Problem. Aktuell läuft ja noch dein Prozess gegen 9 Live in München. Da bist nee, 9 Live nicht. Die haben damit nichts zu tun. Gegen die Konkurrenten von denen. Ach so. Die noch krimineller sind als 9 Live. Okay. Das geht? Das geht, das geht. Ja. Wann geht's da weiter? Am 6. September ist die Verhandlung in München. Okay, und wie schätzt du im Moment deine Chancen ein? Sehr gut, weil denen die Fälle davon schwimmen. Da gab eine Razzia bei denen und die haben ja auch schon 2 Prozesse mittlerweile verloren in ähnlichen Angelegenheiten. Also wir sind ganz guter Hoffnung. Okay, manche kennen dich ja mittlerweile, deine Zuschauer auch unter dem Namen Kai-Uwe Meier. Vielleicht kannst du mal ganz kurz aufklären, was da dahinter steckt. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, da stand drin, wir bieten Ihnen an, Sie können unser HDTV-System kostenlos testen. Melden Sie sich einfach an bei uns. Haben natürlich sofort durchblickt, dass das Betrug ist, aber habe gedacht, jetzt lasse ich es mal drauf ankommen. Ich melde mich da mal an, mal gucken, was passiert. Unter falschem Namen halt. Und ja, dann kamen halt diese Anrufe. Mhm. Und sie kamen und kamen immer wieder. Man kann es jetzt hier anhören bei YouTube. Es sind ja ziemlich dreiste Methoden, mit denen da vorgegangen wird. Ich weiß auch nicht, wer darauf ernsthaft reinfällt, wer auch so blöd ist, aber scheint ja gut zu funktionieren. Also sonst würden sie es ja nicht machen den ganzen Tag, wenn es keiner machen würde. Aber ich habe gehört, im Moment ist jetzt erstmal Sendepause von denen. Seit ich als schwule Kanalratte bezeichnet wurde, ist Schluss jetzt. Okay. Was sind deine weiteren Projekte dieses Jahr? Das, was ich mache, das füllt mich schon voll aus. Ja. Also insofern geht es da weiter. Ich würde gerne noch ein Fantreffen in meiner Heimatstadt machen, in Hamburg. Das ist auf jeden Fall noch geplant im Herbst. Und im August gibt es in Basel ein Fantreffen. Da wird erstmals auch eine richtige Folge aufgezeichnet vor Publikum. Die 75. Folge wird das sein. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Danke, ebenso.